Gegenstände, die man im Inventar hat, müssen nicht gerendert werden. Erkenntnisse aus Fort Nevikas und unendlich vielen Gewichten. So, wir sind im Hauptmenü und wir fliegen zurück nach Duxun, um zu gucken, wie der gute Mandalore darauf reagiert, dass wir ihn gerade ein paar Truppen rekrutiert haben. Achso, verdammt, das letzte Video hätte ich mal laufen lassen sollen. Weil da hätte er bestimmt noch was sagen können. Was ich glaube, das ist jetzt aber wissen, ob die anderen Typen jetzt hier sind. So, ich nehme wieder Mira und Dings mit. Jetzt haben wir schon zufrieden, ja, total. Warum hat Mira eigentlich keine Rüstung mehr? Also hat sie. Hallo, Herr Mandalorian. Seid ihr bereit zum Lager zurück? Ja, yeah, gehen wir zum Lager. Ich brauche keine Exporte, na gut. So, sind das jetzt hier mehr Leute? Mandalorianischer Führer? Nee. Mandalorianische Wache. Chaga? Die meisten Rekruten sind auf Spähmissionen. Wenn sie versagen, wird das schlimme Folgen haben. Ich habe gehört, dass ihr euch in Izitz wacker geschlagen habt. Mandalore hat mir das Kommando übertragen, bis er zurückkommt. Wenn sich auf dem Planeten etwas ändert, schick. Ah, okay, also es war noch nicht genug. Ja? Diese Welt? Ihr wollt mehr über Duxun erfahren? Ich hatte schon braucht. Nö. Immer mehr Soldaten haben wir. Immer stärker werden wir. Die Galaxis wird uns wieder fürchten. Ja, yeah, das ist bestimmt eine super Idee, die ganzen Mandalorianer wieder zusammenzutreiben, ne? Tja. Hallo? Ich glaube nicht, dass ihr bis auf weiteres nach Izitz zurück... Auch ein Jedi... Ein Jedi kann das nicht mit einer ganzen Armee aus... Also ich finde, das ist schon ziemlich gemein, dass ihr sowas behauptet, dass ein Jedi das nicht kann, oder? Hast du keine Pakete mehr? Themetriker-Güter. Das, einer von euch mal, ich würde erst überlegen und danach reden. Ach, wie heißt es denn? Dungeon Siege gespielt? Da konnte man ja wortwörtlich einen Packesel bei haben. Ich habe Dungeon Siege tatsächlich damals gemocht, aber ich glaube, das ist kein Spiel, was ich heutzutage noch spielen würde, einfach weil es so langweilig wäre. Wir sind Skyrim. Nee, dort nicht. Nee, in New Vegas. Hm. Seid ihr bereit? Ja, ja, gehen wir. Dann. Na gut, okay, das war jetzt auf jeden Fall eine richtige Nullnummer. Dann fliegen wir jetzt auf jeden Fall nach Korriban, weil ich habe jetzt alles ausgelotet, was man machen kann. Und es gibt hier anscheinend überhaupt nichts zu tun. Oder? Nein. Anscheinend nicht. Na gut. Dann auf nach Korriban. Das sei mir schon genug, was ich würde auch gerne die HK-Fabrik machen, aber anscheinend kann ich das nicht selber entscheiden. Gut. Korriban. Dreschstäse. Und los. Das hatten wir schon. Cassidy. Wir sind gelandet. Das ist Korriban. Why would one of the Jedi you're looking for come here? Es scheint ruhig zu sein. Nur der Wind. Aber tief unter der Oberfläche kann man den Schmerz dessen spüren, was hier geschehen ist. Eine große Macht liegt in diesem Ort. Für diejenigen, die ihren Ruf vernehmen können. Dieser Ort übt eine große Anziehung für Jedi aus. Die Ruhestätten der Alten und auch der erst vor kurzem verstorbenen Sith enthalten viele verloren geglaubte Lehren. Eine annehmbare Leistung, Pilot. Vielleicht finden wir hier eine Spur unserer Verfolger. Ich spüre, dass wir wohl wirklich alleine auf der Oberfläche zu sein scheinen. Auf der Oberfläche gibt es Lebenszeichen. Jede Menge Getier. Also keine Sorge, du bist nur halb so einsam, wie sie behauptet. Du solltest dein Lichtschwert, wetzen. Oder was du in so einer Situation sonst machst. Am ehesten finden wir unseren verlorenen Jedi in den Ruinen der alten Akademie. Ah ja, was hier passiert? Es hieß, dass Revan nach Korriban zurückkehren wollte, um mögliche Sith-Aufständige zu bekämpfen. Aber Revan verschwand. Die übrigen Sith wandten sich im Kampf um den größtmöglichen Einfluss gegeneinander und vernichteten sich selbst. Es dauerte ein oder zwei Jahre, bis die Republik Truppen hierher schickte, um die übrigen Sith zu vernichten. Sie fanden Korriban genauso vor wie wir. Öde und leblos.
Man nahm an, dass die übrigen Sith sich im Kampf um das letzte bisschen Einfluss gegeneinander gewandt hatten. Die Republik fand Beweise dafür, dass mehrere Sith-Lords von Korriban aus in entlegene Gebiete der Galaxis entfliehen konnten. Ah ja. Um mal kurz in die Vorortdiskussion einzutreten. Lustigerweise bin ich tatsächlich in einen New Vegas Wikipedia-Rausch gefallen. Ich hatte mir das, wie auch immer das Fallout-Pedia heißt, hatte ich mir tatsächlich viel zu den ganzen Charakteren durchgelesen mit ihren Geschichten, weil ich die Hälfte schon wieder vergessen hatte. Und das ist gerade umso peinlicher, dass ich vergessen habe, dass es Veronica und nicht Cassidy war. Cassidy war die andere. Weil, olle, das war, da wird noch erwähnt, dass sie halt irgendwie eine Beziehung zu der einen anderen hat, die du im Bunker begegnen kannst, dass sie da unter, wie heißt der denn, Mephias? Ach, das, ich will immer sein, den guten Vater irgendwas, Dings da, der hinter dem Sierra Madre zu treffen ist. Und. Aber Veronica, ich weiß noch, wie ich damals von Nivias gespielt habe, die ist irgendwie der allgemeine Publikumsliebling. Aber ich mochte Olle Boon auch, weil der hatte halt so eine tragische Geschichte mit seiner Frau und allem, oder hier, das ist der Schwule, der Dings hier, Kennen, nee, wie hieß er denn? Der denn hier bei den Jüngern der Apokalypse, den du da aufgelesen hast. Der hatte halt mit seiner Ex-Enklave-Geschichte. Der war auch cool. Also von Vegas hatte wirklich viele gute Sachen. Aber die Grafik. Und Technik-Limitationen, egal. Gibt's hier Lebendiges? So leblos dieser Ort auch scheinen mag, die dunkle Seite ist hier sehr stark. Die Sith-Lords würden einen so mächtigen Ort einfach ignorieren. Es gibt viel zu lernen. Sogar hier. Toll! Kannst du welches Sith spüren? Ich werde es versuchen. Es lässt sich schwer sagen. Die dunkle Seite umgibt ihre Geheimnisse mit einem sicheren Mantel. Ich kann ihn nicht durchdringen. Obwohl ich glaube, dass die mechanischen Geräte des Piloten äußerst präzise sind. Wenn es Sith gibt, dann nur wenige, die sich versteckt halten. Stimmt, der Wissenschaftler war auch super. Ja, das ist zu schade, dass man nicht den besten Wissenschaftler von allen mitnehmen könnte. Stell dir mal vor, du hättest Fantastic als Begleiter, der die ganze Zeit absolut nichts reißt, dir in allen Gesprächen immer zwischengrätscht und immer mich dumm Kommentar abgibt und hättest dir immer bei. Das wäre quasi wie Matt, nur besser. Ja, schön. Wenn ihr über Korribans Oberfläche schreitet, schreitet allein. Nee, was? Ich will hier Visas und die Dienerin mitnehmen. Warum könnt ihr nicht mit mir? Ich kann es nicht. Die dunkle Seite ist hier sehr stark. Ich kann hier nur schwer meine Mitte finden. Korriban kann mir nur wenige Geheimnisse bieten. Ihr aber könnt viel lernen. Sieht nicht so schlimm aus, ich habe keine Ahnung. Vielleicht nicht. Aber ihr solltet eure Gefühle hier sorgfältig hüten. Korriban greift den Geist und den Körper an. Nur wenige können seine Macht bekämpfen. Aha, na gut. Warte, mit laufendem Triebwerk. Ich bleibe hier und meditiere. Unsere Verbindung bleibt bestehen. Ich werde euch leiten, wenn es nötig wird. Die Akademie ist am anderen Ende dieses Tals. Seid vorsichtig. Diese Ruinen sind von dunkler Energie erfüllt. Selbst die gefallenen Sith sind noch am Leben. Toll. Muss ich jetzt wirklich alleine laufen? Da hatte ich fest vor, die Dienerin und Dings mitzunehmen. Da fällt gerade so ein, apropos Dienerin und Dings. Ich kann jetzt doch jetzt hören. Ja, genau, Visas ist gerade nicht ausgerüstet, aber das ist eigentlich kein Problem, ne? Ist die Dienerin ausgerüstet? Die Dienerin ist, naja, so halb ausgerüstet. Ich habe gerade keinen von den Helmen, oder? Machtmaske? Die Machtmaske war die doofe. Wer hat denn die Helme gerade auf? Was war das? Ach ja, das Hacker-Dings. Was hat der? Druiden-Kriegsabwehr? Ne, das brauchen wir nicht. Ach genau, Dings hat die. Sollen wir den Bewusstseinshelm herausrücken? Hier, den brauchen wir vielleicht noch. Wer hat den zweiten? Oder habe ich einen aus dem verkauft? Ach, Mandalore, den zweiten. Den soll er bitte mal raus. Den kann er auch mal rausrücken hier. Jetzt haben wir noch so schönes Kardiosystem. Kostet so 4. Exchange Handschuhe. Ja, behalten. Ja. Exchange Ortsweckgürtel. Ich muss daran denken, meine Leute zu entrüsten. Zumindest die ich sowieso nicht vorhabe mitzunehmen. Hat sie noch? Schicke ich jetzt? Nee, würde ich mal behalten. Fitnessimplantat. Filtratorhandschuhe. So, gut. Ich darf echt nicht mehr. Doch, ich darf Leute mitnehmen. Ich wollte schon gerade sagen, das wäre absolut lächerlich gewesen. So.
Um euch herum seht ihr die geplünderten Gräber der alten Sith-Lords. Jedes Grab war einst getränkt in der Geschichte und dem Vermächtnis des alten Sith-Reiches und enthielt große Geheimnisse und mächtige Relikte der Macht. Selbst die vielen Fallen konnten aber die Neugierigen, die Narren und die Schwachen nicht abhalten. Und so wurden diese Gräber zerstört, ihre Geheimnisse denen preisgegeben, die sie nicht verstehen oder bewahren können. Ich kenne diesen Ort. Meine Leute sind natürlich alle wieder sofort gelevelt. Ist nicht absolut fantastisch. Judy, Visas hat eine Barondo-Waisenrobe an. Die kann sowieso nichts anderes anziehen, ne? Na gut, dann. Hier nochmal dieses Cardio-Implantat und... Ja, ich habe einen besseren Yalshik? Achso, ein Meditationshandschuh? Was ist das andere Ding? Ach, so ein Empfindungshandschuh. Okay, gut. Denn keine Ahnung, irgendwer in einem Schild. Machtmaske? Achso, die Bewusstseinshelm kann sie gar nicht aufsetzen. Sis-Maske kann sie auch nicht, weil sie zu werden. Na gut, halt. Geschicklichkeit 1. Die Duskar-Jagdmaske ist doch super. So, das Lichtschwert, was sie aufhat, hat ein paar Attribute. Die Dienerin hat. So, die kann den Bewusstseinshelm aufsetzen. Nee, sonst ist die ja top ausgerüstet. Judy. Ein Gürtel haben wir ja auch noch. Keine Ahnung, hier. Was haben wir hier noch? Yalshe-Gürtel. Weisheit 1, Machtwiderstand. Ja, Machtwiderstand wäre wahrscheinlich total gut, oder? Shadowcaster. Von mir aus auch mal den Deathgurt. Was habe ich denn gerade verändert? Achso, ich hatte gerade den Laber-Dingesbums, aber den brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist noch die Bewusstseinshelm. Wahrscheinlich das Beste, was ich machen kann, ne? Gut, dann leveln wir hier noch. Fähigkeiten, keine Ahnung. Alles ein bisschen, würde ich sagen. Kräfte. Ja, keine Ahnung. Wir haben schon alles gelevelt, was irgendwie relevant ist. Hier noch wirken, das dunkle Macht. Das sollten wir vielleicht nicht machen. Da machen wir uns am Ende bloß wieder unbeliebt. Wenn wir anfangen, Leute zu wirken. Ich weiß echt nicht mehr, was ich mit meinen Leuten hier noch leveln soll. Es gibt doch viel zu viele aktive Fähigkeiten. Wenn es sowieso so einen kleinen Vorrat an passiven Sachen geben würde, die man noch so leveln kann, wäre das, glaube ich, insgesamt besser. Aber wir können mit ihr tatsächlich Spezialwaffen Lichtschwert leveln. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich hoffe, ich muss mich nie wieder mit der Dienerin duidieren, weil sonst habe ich wirklich ein Problem. Ja, Lichtschwert werfen, wenn man zwei Stück hat, ist vielleicht gar nicht so gut, oder? Also sie kann auch die Geschwindigkeit, nee, kann sie nicht, weil sie kann sie trotzdem nicht zaubern. Ach! Na komm, dann lernen wir mit ihr Lichtschwert werfen, weil ich kann. So! Nee, nur ohne Krea ist wie mit Bastila. Es wäre viel einfacher, wenn ihr einfach alle Ausrüstung stand, statt drei Items auf jeden zu laufen. Ja, wenn es so fettige Sets geben würde, wäre es auch leichter. Die Leichen vor euch sind alles, was von den Siths auf Korriban noch bleibt. Ich glaube kaum, dass diese Leichen etwas Wertvolles bei sich tragen. Wir lassen sie lieber in Frieden ruhen. Das sagt er jetzt hier, sie? Aber ich würde das Ding trotzdem... Alter, will sie mich verarschen? Na, ihr habt die Geister dieses Ortes gestört und sie haben ihre Wächter geschickt. Ja, aber... wer sind diese Wächter? Hissis sind semi-intelligente Tiere, durch langen Kontakt mit der dunklen Seite verdorben und gestärkt. Als Wesen der Macht können sie ihre Anwesenheit bis zu einem gewissen Grad verbergen. Hissis werden von Leid und Blut angelockt. Sie haben sich wohl von den Leichen ernährt, die der Krieg hier auf Korriban zurückgelassen hat. Ja, aber alter Loot! Die wütenden Phantome der Sis, zu schwach, um ein intelligentes Lebewesen zu beeinflussen, haben diese Hissis zu ihren Leibeigenen gemacht. Ja, okay. Und nu? Ich meine, die haben halt so eine Art Schild, aber... Ah ja! Bald werdet ihr den Schmerz kennen! Ja, ne? Also sehr beeindruckend, diese Hisses, muss ich sagen. Deine Schwäche wird offenbar. Ja, wow. Hey, cool, ich bin gelevelt. Was mache ich jetzt mit diesem Level-Up? Attribute? Ich kann weiter Geschicklichkeit steigern, weil das bestimmt voll viel bringt. Thank you.
Ich würde auch eine Sache schei oder reparieren. Talente? Kann ich noch irgendwas? Ich könnte noch schwere Rüstung erlernen. Ich könnte maximal Laserschwert noch auf voll bringen, aber kann ich noch irgendwas leveln, was mir irgendwie was bringt? Nahkampf? Duellieren? Präziser Schuss? Oh ja, das klingt gut. Ich nehme mal. Kräfte? Anhänger inspirieren. 3 habe ich mittlerweile. Machtverwirrung? Bestien für die Erde. Das ist ja so richtig ein Sinnoskill. Oh, ich kann ja Machtgeschwindigkeit, fällt mir gerade so auf. Ja, weiß nicht, was ich noch leveln soll. Zähigkeit, habe ich Zähigkeit nicht schon noch voll? Was ist, ich hätte es ja noch ändern können. Naja. So, kommen jetzt noch mehr Viecher? Alter, will sie mich komplett verarschen? Weißt du, übeles geile Loot? Wir sollten diese Viecher auf jeden Fall in Ruhe lassen. Das ist, die Leichen haben bestimmt nichts von Wert mehr bei. Eine Schwäche wird offenbar. Können ja gar nichts. Wir spielen übrigens immer noch auf schwer, ne? Oder soll ich, das soll ich vielleicht mal kurz nachprüfen, diese Theorie? Ja, ich spiele schwer. Ich dachte, ich hätte die Fähigkeit durchgelevelt. Ich scheine Julia schnell gut. Das war jetzt tatsächlich nicht so lohnenswert. Das wird euch eine Lehre sein. Oh. Ich stelle fest, lasst die Viecher machen. Trainieren. Alter. Die Viecher machen doch ganz gut. Das wird euch eine Lehre sein. Aber ich mach mehr damit. Das wird euch eine Lehre sein. Ha! Ich werde sie durch die Schlacht. Das wird euch eine Lehre sein. Es wird vor allem nicht besser, wenn es hier 3 Leute das gibt. Das wird euch eine Lehre sein. Die gegenheilen, ne? Das wird euch eine Lehre sein. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich dachte, das klappt damals mit der Seitepunkte. Nee, gibt's nicht. Ich bin noch voll auf der hellen Seite. Ich würde ja den Bonus verlieren, wenn ich das. Ich kann anscheinend nicht. Oh, doch. Oh, kann ich doch in die Gräber rein? Das hier links war ja das mit der Sternenkarte. Das ist vielleicht nicht mehr so hochaktuell, das ganze Thema. Ja, das sieht recht zu aus. Naja.